Ja, in der heutigen Talks for Nerds geht es um Cloud Infrastructure Automation. Für uns ein wichtiges Thema, weil wir bauen ja unsere Native Cloud auf. Die Verfahren, die müssen einfach automatisiert ablaufen können, weil wir haben ja gar keine Chance mehr, alles immer manuell zu machen. Cloud ist für uns unendlich wichtig. Deswegen unendlich wichtig, nicht nur, weil alle Welt drüber spricht, sondern weil da bahnbrechende neue Konzepte drin stecken. Und die sind halt noch so vielfältig. Und es ist eigentlich noch nicht so ganz klar, welche Technologie ist nachher die, die wir wirklich einsetzen wollen. Insofern ist es ein perfektes Thema für Talks for Nerds. Heute in meinem Talk werde ich OpenFaaS vorstellen, seinerzeichen ein FaaS-Framework. Und in dem Talk werde ich dann auch eine Demo geben und auch einen Use Case und Live Person näher vorstellen. Bei OpenFaaS handelt es sich um ein Open-Source-Software-Framework für FaaS. FaaS ist quasi eine Abkürzung für Function as a Service und im Endeffekt erlaubt es relativ einfach, Funktionen in Kubernetes zu hosten. Today we're going to be talking about Mesosphere and our product DCOS, as well as our ability to run Kubernetes, which is a containerized application orchestrator on top of our platform alongside data services, artificial intelligence and machine learning, leveraging service discovery and all sorts of economies of scale by running those different architectures together. One of the great things about containerization is that it's an open standard. And so organizations are very hesitant to take something that is an open standard and then lock themselves into a different type of orchestration for that standard. What we provide is full open standard support across the entire stack. Heute geht es vor allen Dingen um das Thema Security im Containerumfeld. Und wir bieten sehr viele automatisierte Sicherheitsaspekte, weil ich in einem Containerumfeld auch nicht hingehen kann und manuell meine Firewall-Regeln zum Beispiel definieren, was wir halt völlig automatisch machen. Oder die Container zu analysieren, was ist denen ihr Laufzeitverhalten, was für Prozesse werden gestartet, was wird im Dateisystem geschrieben, welche Netzwerkprozesse sind offen, geschlossen, dass wir halt das vollständig wegautomatisieren, weil es sich keiner mehr leisten kann im Containerumfeld, Microservices sehr speziell, das alles noch manuell zu managen. So I'm doing two talks today. The first is on a product called Terraform, which is the sort of the standard for provisioning infrastructure across multiple APIs, multiple clouds in a way that scales. And the other talk that I'm doing is about Vault, which is our secret management solution. So it allows you to manage secrets in your organization, again, at large scale. I think it's a great event. I'm really pleased to be here. I've flown all the way over from London today, so I'm really grateful that you've invited me. So thank you all very much, and I'm really looking forward to it. R&V. Die Versicherung mit dem Plus.